Mir hat der Sport das Leben gerettet. Wäre Thai-Boxer nicht gewesen, wäre ich heute vielleicht irgendwo anders gelandet. Jetzt weiss ich, wie ich mit anderen Mitmenschen umgehen muss. Ich weiss, wie Autoritätspersonen, wie ich denen muss zuhören muss oder denen folgen, was sie sagen. Was früher ja nicht so war. Aber jetzt mittlerweile habe ich das gelernt. Ich habe gelernt, mit Geld umzugehen. Weil ich habe nicht mehr das grosse Geld, wie ich früher hatte. Also das Thai-Boxen hat mir sehr viel geholfen in meinem Leben, wo ich heute bin. Sind Sie ein besserer Mensch geworden? Ja, definitiv. Was ist das für ein Mensch, der immer wieder aufsteht, egal wie hart ihn das Leben trifft? Davon handelt dieser Film. Meine Stärken sind mein Wille und mein Glaube an mich selber. Und durchzusetzen, was ich mir in Gedanken genommen habe. Also, was ich mir vorgenommen habe, setze ich auch durch. Dominik Zidow setzte sich nie mit Taktik und Technik durch, sondern immer mit Chuzpe und Gewalt. Das gilt sowohl für seine über 100 Kämpfe als Profisportler, als auch für seine Karriere als Krimineller. Bevor er nach Thailand ging und Kampfsportler wurde, war Zidow ein sogenannter Intensivtäter. Einbrüche, Raubüberfälle, Dealen, Prügeln. Die meisten seiner Delikte konnten ihm allerdings nie zugeordnet werden. Er war clever genug, sich bei Zeiten ins Ausland abzusetzen, um dort in aller Ruhe die Verjährung abzuwarten. Ich bin, glaube ich, der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Wieso sind Sie denn so glücklich? Erstens mal, ich bin jetzt ein freier Mensch. Ich habe keine Vorstrafen mehr, ich habe keine Bewährung mehr, ich habe eine weiße Weste. Ich habe meinen Weg gefunden, ich habe mir eine Existenz aufgebaut hier in Koh Samui. Die Leute kennen mich, die Leute respektieren mich. Das Gym unterstützt mich, die Trainer respektieren mich. Ich lebe auf einer Insel, ich habe das Meer, ich habe Sonne. Was will man noch mehr? Aber Schlitzohr sind Sie immer noch, oder? Ja, Schlitzohr bleibt mir immer ein bisschen, aber ich bin jetzt ein Gentleman-Schlitzohr. Die Geschichte dieses Gentleman-Schlitzohrs ist ein schönes Beispiel dafür, wie frei der Mensch ist, aus seinen Anlagen zu machen, was er will. Dass er kein Opfer von Reizmustern in seinem Gehirn ist. Dass er sich zum Beispiel dafür entscheiden kann, kriminell zu sein. Oder es auch lassen kann. In Thailand war Zidow zwar weit weg vom Radar der Schweizer Justiz, aber auch gefangen in Perspektivlosigkeit. Seine einzige Option war, sich für Geld zu prügeln. Er fing an, 6 Stunden pro Tag zu trainieren, buchstäblich bis zum Erbrechen. In Provinzstadien ließ er sich für ein paar Franken den Kopf einschlagen. Da begann ihm zu dämmern, dass sein Leben nur eine Richtung kannte. Abwärts. Ich denke, bei jedem Mensch muss es zuerst mal wehtun, bis man etwas begreift. Bei einem geht es halt ein bisschen länger, bei den anderen geht es kürzer. Bei mir ist es ziemlich lang gegangen. Ich war halt ein Rebell. Ich wollte nie auf andere hören. Ich habe gemeint, ich bin der Chef, ich bin der Gott auf der Welt. Es gibt nur mich und der Rest ist mir egal. Und das sehe ich eben heute ganz anders. Ich nehme meine Mitmenschen wahr, ich kümmere mich um meine Mitmenschen. Wenn es denen schlecht geht, wenn es meinen Kollegen schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Und das war einfach früher nicht so gewesen. Was denken Sie, wieso war das früher nicht so gewesen? Ich hatte früher kein Gefühl gehabt. Also ich hatte schon Gefühl gehabt, natürlich, meine Familie und so. Aber eigentlich war mir meine Umwelt um mich herum ist mir scheißegal gewesen. Es hätte jemand neben mir sterben können und ich hätte gesagt, ja, Pech gewesen und ich wäre weitergelaufen. Ja.
Sidov ist dauernd unterwegs, ständig unter Leuten. Als ob er es mit dem Blick nach innen nicht übertreiben und dem Nahkampf mit sich selber lieber aus dem Weg gehen wollte. Ich glaube, ich kann es allein sein, nicht gern wegen dem Gefängnis. Ich war im Gefängnis viel alleine. Ich hatte Zeit zum Nachdenken. Und jetzt sicher, ich denke ab und zu nach. Ich hocke daheim allein für eine Stunde, zwei. Und überlegen und studieren, aber dann habe ich wieder gerne Kollegen um mich herum. Wenn ich allein bin, und, fühle ich mich ein bisschen wie verloren. Also nicht verloren, aber ein bisschen in der Welt allein. Und das Gefühl mag ich einfach nicht. Sidovs Mutter konnte nicht flüchten. Sie musste bleiben. In der Agglomeration der Stadt Zürich, wohin sie in den 70er Jahren mit ihrem Mann aus Ex-Jugoslawien gekommen war, um hart zu arbeiten, damit es ihre Kinder einmal besser hätten. Täuschungen sind natürlich da, oder? Täuschungen, weil. Wir haben uns ein grosses Bild ausgemalt und er ist verblasst, ist nicht geblieben, oder? So einfach, schade. Dass Dominik so wenig aus seinen Chancen machte und es ihm egal war, dass seine Familie seinetwegen zum grossen Tuschelthema im Dorf wurde, hat seine Mutter bis heute nicht verwunden. Ich bin zu ihm gestanden in guten und schlechten Zeiten, oder? Weil das ist einfach, Mutter ist einfach so, vielleicht nicht jede, aber ich bin jetzt einfach so. Ich habe gedacht, ich darf ihn nicht noch, auch noch wegstoßen, oder? Weil das ist, das geht bei mir sicher nicht. Ich bin, das ist mein Kind immer noch und bleibe auch. Und ich bin froh, dass es heute so ist, wie es ist, so. Wenn Sidov alle paar Jahre mal in die Schweiz kommt, mischen sich Freude und die Angst, alte Wunden wieder aufzureißen. Ich wusste, was ich machen muss, damit sie keinen Verdacht schöpft oder so. Von dem her, ich muss ein guter Schauspieler dazu sein, oder? Aber Mütter spüren das ein bisschen. Also, sie haben sicher gemerkt, dass nicht alles so. Das habe ich schon gemerkt. Vielleicht nicht jedes Mal, weil es ist wirklich so ein verstecktes Spiel war, wo, wenn ich jetzt das nachhinein lese oder höre, bin ich froh, dass ich das nicht gewusst habe. Oder wir nicht gewusst haben, Vater und ich. Oder? Schulisch war Sidov ein Versager. Und seine Lehre als Automechaniker schmiss er nach nur einem Jahr hin. Erfolg hatte er als Krimineller. Sidov ist ein Alpha-Tier, er kann Menschen führen. Er brachte es in der kürzester Zeit zum Boss einer Straßengang. Und er ist eitel. Seine Lebensgeschichte findet er so interessant, dass er sie sich auf die Haut tätowieren und ständig aktualisieren lässt. Ich wollte schon immer anders sein als andere. Warum denn? Weil ich nicht gerne mich angliedern am Normalen. Also ich will immer ein bisschen Aussenseiter sein? Ich würde das nicht zum Aussenseiter sagen, ich würde einfach immer etwas Spezielles sein. Sind Sie denn etwas Spezielles? Ja, es gibt sicher ich selber, ja. Was soll ich sagen? Ich finde, ich bin etwas Spezielles. Unik. Was ist denn speziell an Ihnen? Vieles. Vieles kommt natürlich darauf an, auf welcher Hinsicht man das jetzt wird. Jetzt weichen Sie aus. Wo sind Sie speziell? Ja, ich habe einen starken Willen. Mein Wille ist sehr speziell. Was ich mir in den Kopf setze, das wird auch durchgezogen. Egal wie, egal was, das ist sehr speziell an mir. Dieser Kern seiner Persönlichkeit, den man auch Rücksichtslosigkeit nennen könnte, hat sich nicht verändert. Sidov hat sich nur legale Betätigungsfelder gesucht. Im Gegensatz zu früher. Das ist dein Job, dass du mir aufschreibst. Ich werde am Mittwoch, zwei Tage bevor ich gehe, noch tätowiert. Yeah.
wenn wir uns wollten beweisen, dort, wo wir waren, haben wir brutal sein. Und wenn natürlich du in der Disco bist und die andere Gruppe ist am anderen Ecke von der Disco und du siehst das und du läufst an denen vorbei, heisst am nächsten Tag, hey Junge, die haben sich in die Hose geschissen. Nein, den musst du an, musst drauf, prügelst alles grün und blau und dann hast du deinen Respekt und Angst von denen jetzt halt überkommen, weil die sind ja auch Gangsters, die sind ja auch dort in der Kriminalität gewesen. Also sind wir ebenbürtig. Finden Sie das nicht ein bisschen traurig, wenn man seinen Respekt mit Gewalt bekommen muss? Jetzt mittlerweile finde ich sehr traurig. Ja, sicher, ich finde das traurig. Aber du musst sehen, wie ist die Welt heutzutage? Die Welt ist traurig. Es ist einfach so. Ist doch eine Ausrede, die Welt ist doch schon immer so gewesen. Die wird auch immer so sein. Ja, aber also. Eben. Und der Mensch hat doch die Wahl, ob er dann selber auch so wird. Genau. Oder eben anders. Genau. Also der Mensch hat die Wahl und ich habe die Wahl halt nicht so getroffen. Ich bin halt irgendwie, warum denn nicht? Weil ich mich vielleicht nie habe das System anpassen. Diese Revoluzzer-Pose, die als Pubertierender noch cool gewesen war, kippte zusehends ins Tragische. Mit 22 hatte Zidow gerade eine Haftstrafe wegen der Verbreitung von Falschgeld abgesessen und war schon wieder mit einem Bein im Knast. Denn es war nur eine Frage der Zeit, bis man ihm weitere Delikte hätte zuordnen können. Er musste weg, und zwar schnell. Paradiesische Kulisse täuscht. In Thailand als Ausländer Geld zu verdienen, ist harte Arbeit, Tag für Tag. Nur schon seine monatlichen Fixkosten von 600 Franken zu decken, ist für Zidow eine Herausforderung. Für mich hat es sich gelohnt, hierherzukommen, weil mit dem Thai-Boxen verdienst du halt immer noch nicht genug Geld, um in Europa zu leben. Also, und in Thailand lange, da brauchst du nicht viel Geld im Monat. Und, von dem her hat es sich gerade perfekt getroffen. Und in der Schweiz, nehme ich an, hatten Sie ja nicht so gute Jobaussichten. Sie haben ja keine Ausbildung, oder? Ich habe keine Ausbildung. Ich habe Akten, Strafakten, Geldfälscherei. Und ich glaube, das sieht kein Arbeitgeber gern. Und da interessiert das niemand? Sagen wir es so, die Leute fragen nicht danach. Aber, und solange niemand dann fragt, sagen Sie ja nichts? Solange niemand fragt, sage ich auch nichts. Ich tue meine Vergangenheit nicht gerne den Leuten unter die Nase reiben. Aber wenn sie etwas davon wissen wollen, ich verheimliche auch nichts, weil ich bin offen, ich kann offen über das reden. Und von dem her habe ich mit dem kein Problem. Zidow lebt von der Hand in den Mund. Rücklagen hat er praktisch keine. Dafür ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Hart an der Grenze zur Realitätsverweigerung. Zukunftsängste habe ich überhaupt nicht. Ich denke, Leute, die Zukunftsängste haben, sind nicht glücklich im Leben. Und Sie sind glücklich? Ich bin sehr glücklich. Vor 6 Jahren war Zidow kurz vor dem grossen Durchbruch. Der Zufall spülte ihn in eine asiatische Reality-Show mit dem Titel «The Contender», eine Art Big Brother für Thai-Boxer. 16 Kandidaten kämpften so lange gegeneinander, bis nur noch einer stand. Check everybody out from the other team. Who you want to fight? Who you think you can fight maybe a little bit easier? Or who you better go away from him? Of course you do this. Der Kampf hat mich eigentlich bekannt gemacht, weil ich einfach nicht aufgeben wollte und immer wieder gekommen bin und immer wieder aufgestanden bin. Beim ersten Niederschlag habe ich noch selber gedacht, hey, bleib liegen. Der bringt dich um, oder? Aber irgendwie, ich bin einfach so ein Mensch. Ich will nicht aufgeben. Ich hasse aufgeben. Und es ist einfach über mich gefahren. Ich bin ein paar Sekunden, 2-3 Sekunden später gerade wieder aufgestanden und weiter geht's. Zidow hatte keine Chance auf den Sieg, aber sein Kämpferherz machte ihn zum heimlichen Star der Show. Plötzlich wurde er auf der Straße erkannt und schrieb Autogramme. Sein Traum schien in greifbarer Nähe. Reich zu werden, ganz legal. Mittlerweile ist er zurück in der Realität. Er wurde zwar bekannt, aber das große Geld blieb eine Illusion. Denn für nach ganz oben, für einen Weltmeistertitel, reichte sein Talent nicht. Und mit 32 steht er nun bereits in der letzten Runde seiner Sportlerkarriere.
Ich wohne sehr bescheiden. Es ist nicht eine riesige Villa, es ist ein kleines Häuschen. Wir sind hier in der Stube und in der Küche, aber das Sofa ist noch, kommt bald irgendwann einmal, hoffe ich mal. Dann die Küche muss ich auch noch ein einrichten, muss ich so einen Kochherd kaufen von Tesco, so einen ganz einfachen. Einfach wie möglich. Können Sie mir zeigen, was haben Sie im Kühlschrank? Im Kühlschrank kann ich nicht viel. Im Kühlschrank kann ich ein paar Getränke, Wasser, ein paar Juice. Ich verbringe auch nicht viel Zeit daheim. Meistens nur zum Schlafen. Käse darf natürlich nicht fehlen. Das vermisst man halt von Europa ein bisschen. Ja. Das ist mein WC. Dann habe ich hier noch so ein Outdoor. Wellness-Oase, die halt in der Regenzeit nicht gebraucht wird. Es regnet fast jeden Tag. Vermissen Sie nicht eine Frau in Ihrem Leben? Ganz ehrlich gesagt, im Moment nicht, weil im Moment bin ich mein Leben am Schmirgeln sozusagen. Also ich bin mein Leben am Bilden, also was in der Zukunft kommt. Mir ist das viel wichtiger, weder jetzt eine Freundin zu haben. Ja, aber Sie sind doch ein junger Mann mit Bedürfnis. Ja, aber ich glaube, in Thailand, wenn man Bedürfnisse hat, ist es dann nicht schwierig. Für Zidov besteht das Leben aus Chancen und Erfolgen. Für ihn ist klar, das Beste hat er noch vor sich, auch wenn er es bereits sehr weit gebracht habe. Und damit seine bisherigen Höhepunkte nicht vergessen gehen, hat er sie zu einem 5-minütigen Clip zusammenschneiden lassen und teilt sie via YouTube mit der ganzen Welt. Ich in der ganzen Welt. Ich habe gegen die besten Leute der ganzen Welt gekämpft, von dem Land, wo ich hingereist bin. Es hat gute Momente, es hat schöne Momente gehabt. Ja. Einen Kampf hat er indes verloren, den um eine intakte Familie. Seine Tochter lebt bei ihrer Mutter. Eine Affäre aus der Zeit, als er auf dem Sprung nach ganz oben war. Ich war dort noch ganz am Anfang meiner Karriere. Eigentlich immer noch ein No-Name, wo mein Kind auf die Welt kam. Und ich habe in Thailand gelebt, sie lebt in Singapur. Und ich war meine Karriere als Thai-Boxer am Aufbauen. Und sie wollte nicht nach Thailand ziehen, ich wollte nicht nach Singapur ziehen. Und dann haben wir uns halt so entschieden, dass jeder getrennte Weg geht. Julka ist inzwischen 5 Jahre alt und ein gefragtes Kindermodel. Sie verdient an einem Tag mehr als ihr Vater im ganzen Monat. Ich habe Kontakt mit meiner Tochter fast täglich. Ich versuche so viel wie möglich sie zu besuchen oder dass sie mich besuchen oder dass man sich trifft. Ich versuche ein guter Vater zu sein. Ich denke, ich bin auch ein guter Vater, weil ich weiß, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben und ich versuche es besser an meiner Tochter weiterzugeben. Zehn Jahre kämpfte Zidov ohne nennenswerte Verletzungen. Und dann das. Ein Scooterunfall endete mit dem Verdacht auf Kreuzbandriss. Zidov muss pausieren, sich vermutlich operieren lassen und für ein paar Monate in die Reha. Sein linkes Knie schmerze, sagt er, aber wirklich weh tue es im Kopf. Ich mag mich immer an das Gefühl erinnern, wenn du rausläufst zu deiner Musik und du läufst in den Ring, die Nervosität, die Anspannung, der Nervenkitzel. Und dann, wenn du über die Seile steigst und du weißt, jetzt ist es nur noch du und er und der Kitzel, der fällt dir dann eben schon. £200. So viel bekommen diese Männer dafür, dass sie ihre Körper kämpfen lassen. Nein. Die wahren Sieger in diesem Sport sind nicht die, die in den Ring steigen, sondern jene, die sie da reinschicken, um die Touristen zu unterhalten.
ist unser Sport. Verstehst du, was ich meine? Wir kämpfen, das ist unser Leben. Die meisten da, die hier kämpfen, die kämpfen ums Überleben. Die kommen nicht viel Geld über. Die haben nichts anderes zu tun. Die haben keinen anderen Job. Das ist das, was die machen müssen. Ist das bei Ihnen auch so? Ich bin mir andere Wahl. Ich bin mir auch so gewesen. Ich habe keine andere Wahl gehabt. Ich bin ohne Geld auf Thailand gekommen. Ich musste mein Geld so verdienen. Ich habe meinen ersten Kampf 500 Baht bekommen. 500 Baht? 500 Baht. 15 Franken. Aber es war schwer. Das war mein Anfang und ich bin glücklich. Und, okay, 500 Baht klingt jetzt krass und die Leute werden sagen, wieso macht er das? Aber eben, schlussendlich musste ich zuerst durch die Scheisse gehen, um dort hinzukommen, wo ich heute bin. Wenn er nicht mehr fit werde, könne er ja Trainer werden, sagt Sidov. Oder Promoter oder sonst was. Einen Kämpfer erkennt man nicht daran, wie hart er zuschlagen kann, sondern daran, wie viel er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Mein Motto ist, du gehst siebenmal runter, du stehst achtmal auf. Oder? Und so ist das Leben auch. Du kommst immer wieder Niederschläge über, aber es kommt eben darauf an, was du aus diesen Niederschlägen machst. Also Sie werden bis am Schluss stehen bleiben im Leben? Ich werde bis am Schluss stehen bleiben im Leben, bis der Herrgott sagt, so, jetzt ist die Zeit, jetzt kommst du an. Best is yet to come, and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. I'll wait till the warm-up's underway.